Jo, hi, zurück zu The Walking Dead. Wir sind hier schön bei uns im Zimmerchen. Ach ja, wir wollen noch mal ein bisschen das, ja, ein bisschen Deko Wie heißt ablegen. er? Pete, Bruder. Das ist lustig. Verstehst du den Witz überhaupt? Nein. Ich zeig ihn später Ten. Wenn's denn sein muss. Wie läuft's mit der Zeichnung? Darf ich sehen? Nee, sie ist noch nicht fertig. Wir Aber bereiten ja ziemlich die gut. Party vor. Mit einer Zeichnung. Okay. So, was haben wir sonst noch so vor? Schränkchen, sonst ist alles easy peasy, ne? Wir müssen wirklich auf ihn warten, glaube ich. Fertig, Clem, Passt komm her. alles in die Okay, Hosentasche. ich komme gleich. Kaffeewärmer, vielleicht haben wir noch was Nices in der Tasche, nö. Wie benutzt man es? Man zeichnet damit. So. Cool. Was Neues? Iu, iu. Okay. Er zeichnet noch nichts, doch. Iu, miau. Miau. Ich glaube, ich lasse doch wieder was anderes zeichnen. Ganz toller Strich. Oh, nice. Einmal wenigstens was Vernünftiges aus dem Gedächtnis kommen. Wenigstens etwas drauf haben. Guck mal, nice. Da ist es gut. So. Dann zeig mal dein Zeug her. Hey, du machst echt Fortschritte. Oh. Bald bist du sicher so gut wie Ten. Weiß nicht. Er ist echt gut. Stimmt was nicht? AJ? Ich habe nur nachgedacht, während ich gemalt habe. Es gibt drei Sorten von Augenklemmen. Ach ja? Die Augen von lebenden Leuten, die haben wir. Dann gibt es Monsteraugen. Sehen meist wie dreckiges Wasser aus. Manchmal sind Monsteraugen gar nicht feucht. Und dann die Augen von lebenden Leuten, kurz bevor man sie tötet, wie als du Abel getötet hast. Seine Augen waren wie eine Kerze, die ausgeht. Er war böse. Ich sollte mich nicht so fühlen. Ich habe ihn gehasst. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Du bist noch klein und hast so viele sterben sehen, AJ. So viel Gewalt. Nein, ich bin groß. Nein, Ich du bin bist groß, weil ich klein. jetzt über sowas nachdenke. Mir ist wichtiger, was ich tue. Ich werde echt klug. Ist schon klar, AJ. Ach ja? Ja, weil ich ständig nachdenke. Okay, worüber denkst du jetzt nach? Dass du gebissen und ein Monster wirst. Oh. Ja, je älter ich werde, desto öfter sehe ich es. Weiß nicht warum. Was passiert dann? Es kann jeden treffen, egal ob man drinnen oder draußen oder vorsichtig ist. Also, es wäre ätzend, und zwar so richtig. Und dann? Dann müsste ich dich essen, kleiner Junge! Hör auf! AJ, du weißt doch, worüber wir geredet haben. Was du tun sollst, wenn es passiert. Hör zu. Wenn ich gebissen werde. Oh. Dann läufst du Läufst weg. du weg, so schnell? Nein, nein, das mache ich nicht. Du hast's versprochen. Mir egal. Ich lass dich nicht hier. Wenn du gebissen wirst, musst du mich auch beißen. Was? Das meinst du nicht ernst? Ich will nicht allein sein. Bitte sei nicht böse. Ohne dich halte ich es nicht aus, Clem. Ich weiß, wir haben es oft durchgekaut.
Aber zwing mich nicht. Okay, wenn du es so willst. Wenn ich ein Monster werde, beiße ich dich. Wirklich? Ja, ich beiße fest zu. Nimm es ernst, Clem. Versprechen musst du halten. Ich weiß. Du gibst nicht auf, was? James meinte... Dachte ich mir. Dass wir als Monster überleben können. Also im Inneren. Wenn du gebissen wirst und mich beißt, sind wir noch zusammen. Wir wären bloß anders zusammen. Vielleicht wäre es okay. Was meinst du? James hat viel über die Monster gesagt. Das meiste davon war verrückt, AJ. Du glaubst nicht, dass ich in meinem Monster-Ich wäre? Es gibt kein Monster-Ich, Kleiner. Nichts, was dich zu dir macht, wäre noch übrig. Darf ich patrouillieren gehen? Vor der Party? Ja, klar. Aber sei vorsichtig. Nicht mit der Knarre, Mann. Was ist mit AJ? Er braucht nur seine Ruhe. Können wir über die Sache vorhin reden? Mit Minnie? Ja, klar. Was ist los? Das Ding ist, Minnie zu sehen, hätte mir Angst machen sollen. Hat es aber nicht. Die Person, der wir im Wald begegnet sind, war nicht wirklich Minnie. Wie sie sich verhielt und wie sie von Sophie und Lily redete. Nein. Ich bin verwirrt. Du weißt, dass du ihr nicht vertrauen kannst. Sie ist schon über ein Jahr bei denen. Es ist scheiße, aber so ist es nun mal. Minnie, die echte Minnie, gibt es nicht mehr. Es gibt sie schon lange nicht mehr. Und ich muss aufhören, um sie zu trauern. Ich passe auf dich und AJ auf. Auf alle, die mir wichtig sind. Louis kann den Ball flach halten. Mann, ja. Ich hoffe es. Als ich herkam, habe ich ihn gehasst. Er war einfach zu intensiv, oder? Er kommt in einen Raum und... Hey, schaut mir alle zu! Das war so albern. Aber dann wurde mir klar, dass ihm Leute echt wichtig sind. Und er fühlt es nicht nur, sondern sagt es auch. Er sagt dir täglich, wie viel du ihm bedeutest. Er würde sogar ein verdammtes Lied darüber singen. Vor allem, wenn es schon ein berühmtes Lied mit deinem Namen gibt. Wir müssen ihn befreien. Das werden wir. Louis, Omar, Asim. Wir werden alle befreien. Hier. Für dich. Sterne? Nice. Damit du die Nacht nie vergisst. Das werde ich nie. Ich war geschockt, als du meintest, du hättest Gefühle für mich. Dann habe ich überlegt. Es gibt da etwas, was ich mit jemandem tun wollte, der mir wichtig ist. Zum ersten Mal. Was denn? Hast du schon mal mit jemandem getanzt? Nein. Möchtest du vielleicht? Nur wir zwei. Niemand schaut zu. Ich weiß, dass es seltsam ist, aber ich wollte es schon immer mal probieren. Danke für den Tanz. Ja, langsam kriegen wir den Bogen ran. Ja.
Oh. Wow. Wo hast du den Strandball her? Er lag neben dem Müll, hinter einem der Schlafsäle. Ich musste ihn aufbrusten. Das war eklig. Aber es hat funktioniert. Ich sollte los. Ruby könnte sicher Hilfe gebrauchen. Er ist cool, oder? Total cool. Zurück! Schnell! Autsch! Ich hab dich lieb, Clem. Ich dich auch, Kleiner. Okay, wir sollten los. Klingt, als ob sie uns im Musikraum brauchen. Okay. Oh nein, nicht wieder die miese Mucke. Nimmt das ganze Gestalt an. Hey, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Wir brauchen Beleuchtung, Musik und etwas, was wir auf das große Ding da schreiben. Wenn wir schon sterben, sollten wir vorher Spaß haben. Musik? Aber Lou ist es nicht hier. Siehst du das? Ersatz für Lou. Ich hab das Grammophon des Direktors gefunden. Wir könnten Musik spielen. Keine tolle Auswahl. Aber es reicht. Ihr habt nicht zufällig ein paar gute Jazzplatten, oder? Oh ja. Der Musiklehrer war ein großer Jazzfan. Ziemlich cooler Typ, bis er abgehauen ist. Wie klingt das? Jazz? Ah, das ist schwer zu beschreiben. Warte, bis du es hörst. Also, du nimmst eins dieser schwarzen Tellerdinger und legst es hier drauf. Schwarze Tellerdinger? Und dann spielt es Musik? Aha. Du musst nur das Ding an der Seite drehen. Also benutzen wir das Banner für ein Partymotto? Hm, nicht ganz. Es sollte eher die Moral anheben. Ich denke, es sollte kurz sein. So viel Platz haben wir nicht. Ich hatte an etwas Motivierendes gedacht, wie wir schaffen das und befreien unsere Freunde. Wir sehen uns später. Clem sagt das manchmal zu mir, wenn ich tapfer sein soll. Ach, Tapferkeit könnten wir gerade alle gebrauchen. Gefällt mir. Wir können Penn bitten, es mit seinem Pinsel zu schreiben. Wäre ja keine Party, wenn es keine coole Beleuchtung gäbe. Ich überlege hin und her wegen der Farben. Grün ist beruhigend, aber Purpur wäre irgendwie cool. Purpur war die Lieblingsfarbe meines Papas. Ich habe gelesen, dass das die Farbe von Königen ist. Purpur? Irre. Was? Ich mag Purpur. Solltest du's nicht auch mögen, Violet? Oh-oh. Ich krieg das hin. Violett. Das wird so ein richtiges Halligalli. Ah, Willy hat nach dir gefragt. Er ist in Marlins Büro. Er hat wohl eine Überraschung für die Party, aber er wollte sie dir zuerst zeigen. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Hey Clem, schau mal, ich habe Bücher über Schiffe gefunden. Da geht es um coole Sachen wie Feuer auf dem Meer und Explosionen und so. Der Boiler ist der Schlüssel. Wovon redest du? Ich habe eine Idee, wie wir verhindern, dass die Arschlöcher zurück zur Schule kommen, nachdem wir die anderen gerettet haben. Und dass sie noch mal jemandem wehtun. Wir jagen das Schiff in die Luft. Nur so können wir verhindern, dass sie wiederkommen. Und es fühlt sich richtig an, wegen Mitch. Ich will dich ja nicht entmutigen, aber wir werden auf dem Schiff sein, um die anderen zu retten. Bitte bring uns nicht alle um. Was? Nein! Es stimmt, ich muss mir noch ein paar Details überlegen. Aber keine Sorge, ich werde euch genug Zeit geben, das Schiff zu verlassen, bevor es explodiert.
Glaub mir, wenn das Ding explodiert, fühlen wir uns alle viel besser. Okay, Leute. Zeit für den Boogie. Hey, Clem. Tut mir leid, dass ich vorhin fies zu Ten war. AJ hatte recht. Ich hätte das nicht zu ihm sagen sollen. Ich wollte nicht ausrasten. Ich weiß, es ist nicht seine Schuld. Das ist ja schön, Willy. Aber sag es lieber Ten. Hundi hat keinen Bock. Wow, das sieht toll aus, Ruby. Danke, Zwerg. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Aber warte erst mal ab, was ich noch geplant habe. Los, amüsier dich. Ich sag dir dann Bescheid. Dann geh ich mal los. Wie ich sehe, arbeitet ihr zusammen. Ja, Willy wollte, dass ich ihm bei seinem Spezialprojekt helfe. Das freut mich wirklich. Ist sie fertig? Einsatzbereit, Clem. Sie wird funzen. Ich, dachte, wir könnten ihr einen Namen geben. Er muss cool sein. Ich finde, sie hat einen Namen verdient. Ja, wir müssen ihr unbedingt einen Namen geben. Ich dachte, du machst dich lustig. Aber ja. Geben wir dem Ding einen Namen. Benennen wir sie nach dir, Ruby. Ja? Ja, klar. Rubys Rache. Verdammt gut. Ich hab sie. Also, Clementine. Hier sind unsere offiziellen psychologischen Beurteilungen und Probezeitberichte. Okay. Kapier ich nicht. Tja, Zwerg. Die erklären, warum wir alle überhaupt auf diese Schule geschickt worden sind. Und all den Scheiß, den wir angestellt haben, weswegen wir hier bleiben mussten. Und was spielen wir? Ich dachte, wenn wir morgen alle auf eine Himmelfahrtsmission gehen, solltet ihr wissen, wer wir wirklich sind. Ich lese ein Stück vor, das die Erwachsenen geschrieben haben. Und ihr müsst raten, zu wem von uns die Beschreibung passt. Nee, aber ich achte darauf, dass es jemand ist, den du auch kennst. Okay, los geht's. X ist zwar außerordentlich begabt, hat aber immer wieder Wutanfälle, flucht unbeherrscht und gerät in körperliche Auseinandersetzungen mit den Professoren. Weißt du was, Ruby? Ich glaube, du liest deine eigene Akte vor. Wow, wie bist du drauf gekommen? Beeindruckend. Ich kann's mir total vorstellen. Als ich Ruby zum ersten Mal traf, schrie sie, der kleine Mistkerl. Ich hab mich entschuldigt. Ja, du hättest Ruby in ihrer Anfangszeit sehen sollen. Sie war wie... Hast du als Kind Zeichentrickfilme mit dem tasmanischen Teufel gesehen? So war unsere liebe Ruby. Früher war sie echt niederträchtig. Mir geht's jetzt besser. Wollt ihr wissen, warum ich hier bin? Willy, bitte nicht. Chronisches Masturbieren. Glaub's mir. Das wollte niemand wissen. Was bedeutet das? Ein andermal. Sag's bloß nicht. Also, vielleicht sollten wir was anderes auflegen zur Abwechslung? Clementine? Ich mag verschiedene Arten von Musik, glaube ich. Es gibt echt viele. Wie viele? Nein, ist okay. Es scheint anzukommen. Alles klar. Dann machen wir weiter. Na,
Mir war nicht bewusst, wie viele schon weg sind. Erinnert ihr euch an Justin? Und Theresa und Jasper, das Mädel mit der bunten Zahnspange. Und Joey, Michelle, Lamar. Erin. Ja, ich habe sie wegen der Spange geärgert. Warum habe ich das getan? Alex, Dewey, Trey, Stephanie. Mann, wie viele von uns sind tot? 34. Tolle Party. Wem gehört die Akte? Louis. Sollen wir sie lesen? Ich könnte euch erzählen, warum ich hergeschickt wurde. Also quasi als Trostpreis oder so. Vielleicht hasst ihr mich hinterher. Aber da wir ja alle so offen sind... Ich wollte, dass du es mir sagst. Als ich klein war, war ich oft im Haus von meiner Oma, da mein Vater ein Säufer war und meine Mutter 3 Jobs hatte. Aber nach dem Tod meines Opas wurde meine Oma total apathisch. Saß nur noch den ganzen Tag im Schaukelstuhl. Ich saß vor ihr und wir schauten zusammen fern. Meistens Zeichentrickfilme. Ihr war es egal. Manchmal habe ich sie weinen gehört, aber ich habe nichts gemacht. Ich fühlte mich komisch und habe nur den Fernseher lauter gemacht. Eines Tages stand sie auf und kam mit einem zweiten Stuhl und einem Gewehr zurück. Kaliber 22. Sie legte den Gewehrkolben auf den Stuhl und hielt sich den Lauf gegen die Brust. So kam sie nicht an den Abzug ran. Aber darauf war sie wohl vorbereitet. Denn dann holte sie einen kitschigen Rückenkratzer raus. So ein langes Ding aus Holz, das wie eine Hand aussieht. Und damit drückte sie den Abzug. Also, ja. Peng. Sie knickte zusammen und zuckte noch etwas. 5 Stunden später holte mich meine Mutter ab. Ich saß immer noch da. Sie fragte, warum ich nicht die Polizei oder den Krankenwagen gerufen hätte. Ich zuckte mit den Schultern und meinte, Oma wollte das doch so. Und außerdem wollte ich die Zeichentrickfilme zu Ende gucken. Macht Sinn. Am nächsten Tag brachte sie mich hierher. Super Party, Leute. Ich war 11. Ja. Oh, das ist abgefuckt. Okay. Das ist ziemlich abgefuckt. Ja, ziemlich. Wir waren nicht nett, Clementine. Trotzdem hätten die Leute, die auf uns aufpassen sollten, uns hier nicht einfach dem Tod überlassen dürfen. Sorry. Wir sollten doch Spaß haben. Aber ja, wollte ich auch bin halt sagen. Kein Spieler. So wie Louis. Bald wird er es wieder machen. Ten hat recht. Hey, ich hab eine Idee. Wenn wir Angst hatten, erinnert ihr euch, wie Minnie gesungen hat, um uns aufzuheitern? Schade, dass ich es nicht spielen kann. Lou konnte es. Er mochte das Lied. Du könntest es für uns singen, wie sie es getan hat. Du hast eine schöne Stimme. Ja. Das kann ich, Ten. Keine Angst vorm Dunkel. Hab keine Angst vor dem Sturm. Hab keine Angst vor den Monstern. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Kämpf gegen deine Dämonen.
mit erhobenem Kopf. Kämpf, als ob man nie Angst haben muss. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Leg deinen Kopf sanft nieder. Ruh deine Augen aus. Schlaf, denn ich bin bei dir. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Hallo, Zuckerhase. Lee? Zuckerhase. Warum der Zug? Immer nimmst du den Zug. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil hier alles anfing. Wo du mir Schießen und Haare schneiden beigebracht hast, um vorbereitet zu sein. Ah. Du hast schnell gelernt. Also, was hast du auf dem Herzen? Ich mache mir Sorgen, Lee. Viele Leute verlassen sich auf mich. Aber ich weiß nicht, ob ich das Richtige tue. Ach, das Gefühl kenne ich. Weißt du, dass ich das alles einfach nur erfunden habe? Es durfte nur niemand mitkriegen. Du bist noch so klein. Hab ich nie bemerkt. Ich dachte, du weißt immer, was das Richtige ist. Ja, ich hatte Glück. Und Glück braucht man heute. Davon brauche ich jetzt richtig viel. Willst du mir sagen, was los ist? Ich bin in einer neuen Gruppe. Ich war schon in so vielen und immer zerbrechen sie. Aber die mag ich wirklich. Sie ist... anders. Ich fühle mich fast wie zu Hause. Das ist schön. Allein da draußen zu sein ist echt schlimm. Wir haben Probleme. Böse Leute haben meine Freunde entführt. Bei einer Rettungsaktion könnten wir alle umkommen. Du schaffst das schon. Was? Egal, in welchen Schwierigkeiten du steckst, du wirst sie lösen. Du wirst deine Freunde retten. Das weißt du nicht. Doch, du bist eine Überlebenskünstlerin. Die Clem, die ich kenne, kriegt das hin. Das glaube ich wirklich. Ja, ich habe bisher überlebt, oder? Das hast du. Viele hätten das nicht geschafft. Gib nie auf, Clem. Stell dir vor, was Louis sagen wird, wenn er dich sieht. Die Jungs werden neue Hoffnung schöpfen, wenn sie wissen, dass du sie rettest. Ach, Zuckerhase. So läuft das mit dir immer, wenn was Großes bevorsteht. Du hattest auch Angst, bevor du schnurstracks zum McCarroll Ranch ranntest. Das hast du überlebt, oder nicht? Das war etwas anderes. Ich war alleine. Nun,
Jetzt folgen dir aber Leute, Clementine. Und das ist gut so. Freunde. Ein Mädchen, das dich liebt. Sie kämpfen an deiner Seite. Wegen dir. Komm wieder bei mir vorbei, wenn du sie sicher rausgeholt hast. Okay? Klingt das gut? Hoffentlich können wir dann über fröhlichere Dinge reden, wenn dir welche einfallen. Na klar. Nur ist das nicht die Wirklichkeit. Na und? Es ist in Ordnung, etwas verrückt zu sein. Was zur Hölle, Lee? Wie soll man sonst davon träumen, dass die Welt eines Tages wieder aus Rechnungen, Zahlen und einem Bier mit Freunden besteht? Oder ein Kind auf einer Schaukel ganz doll anstoßen. Genau. Die Welt braucht verrückte Leute, die an die frühere Welt glauben, damit sie wieder Wirklichkeit werden kann. Danke, Lee. Ich fühle mich immer besser, wenn ich mit dir geredet habe. Gern geschehen. Eigentlich wollte ich... Wie geht's dem Jungen? Er ist nett, Lee. Er würde dir gefallen. Bestimmt. Kann er schon schießen. Du hast ja keine Ahnung. Ich schätze, die Welt ist noch unnachgiebiger geworden. Wer so aufwächst, wird auch so. Jetzt musst du handeln. Denkst du, du schaffst das? Kinder aufziehen war noch nie leicht. Jetzt ist es geradezu ein Albtraum. Ach, Lee. AJ macht manchmal richtig Ärger. Glaubst du kaum. Und er hat keine Ahnung, wie schnell er wächst. Klingt wie jemand, die ich kenne. Solltest du es nicht kurz lassen? Oh, du glaubst gar nicht, wie schwer man heute an Scheren kommt. Es wird Zeit, Clementine. Du hast Leute, die dich brauchen. Mach's gut, Lee. Clem, wach auf. Wir müssen los. Oh, echt? Ach so, weil wir abends treffen wir uns mit ihm. Ja, ja. Wir machen das also wirklich. Nur die, die mit den Beißern laufen, müssen sich damit tarnen. Jetzt muss nur noch euer Beißer Freund... Er ist hier. Oh Mann, oh Mann. Hallo. Leute, das ist James. Er ist mein Freund.
Er ist... Echt? Cool. Wie bekommt man solche Haut? Ach, ich... Clementine? Kann ich sie anprobieren? Das ist keine gute Idee. Komm schon, bitte. Willy, konzentrier dich. Das ist der falsche Zeitpunkt. Später ist Zeit für Fragen. Ja, stimmt. Sorry. Ich bin konzentriert. Ach, und sorry, dass ich dich damals erschießen wollte. Deine Maske wirkte so echt. Ich, hallo, James. Sorry wegen Willy. Ist das der Kerl, den Clem heiraten wollte? Ja. Clementine, können wir kurz unter vier Augen reden? Ja, gute Idee. Warte hier. Hey, Ten, kannst du kurz herkommen? Ich muss dir mal was sagen. Die Beißer, sie werden bald hier sein. Mischt euch unter sie, wenn sie durch den Wald kommen. Der Krach vom Schiff wird sie zum Wasser locken. Dann können wir an Bord und unsere Freunde retten. Eure Freunde sind anders, offen und tolerant. Wie du. So läuft der erste Eindruck normalerweise nicht ab. Sorry, ich glaube, ich rede zu viel. Dass Leute mich willkommen heißen, ist ungewohnt. Weißt du, sie könnten auch deine Freunde sein. Ich weiß, du wolltest eigentlich nicht mit in die Schule kommen, aber da du sie jetzt... Ich habe lange nicht mit Leuten zusammengelebt, aber es klingt schon gut. Ich denke drüber nach. Ich wollte dir etwas zeigen. Das ist wahr, mein Freund Charlie. Wir schlossen uns gemeinsam den Flüsterern an. Aber ihn hat es verändert. Ein für alle Mal. Es hat uns beide verändert. Was meinst du? Die Flüsterer waren meine Familie, seit ich klein war. Während dieser Zeit erlebte ich viel Blutvergießen. Und schließlich wurde ich ein Täter. Schwäche wurde als Gift angesehen. Und ich glaubte es. Wirklich. Ich glaubte so daran, dass als ein Junge vor einem Angriff Mitleid für den Gegner zeigte, ich ihm die Kehle aufschlitzte. Ich habe nicht mit ihm geredet oder über ihn nachgedacht, was er fühlte. Ich kann mich nicht mal an seinen Namen erinnern. Ich wusste nur, dass jemand wie er uns aufhalten würde. Das ist schwer zu glauben. Das klingt gar nicht nach dir. Nicht mehr, aber früher schon. Und ich hatte keinen Zweifel, dass ich das Richtige tat. Nach seinem Tod konnte ich seine Worte nicht vergessen. Die sind wie wir. Sie gehen nur einen anderen Weg. Ich hörte dann auf zu töten. Veränderte mich. Aber nur wenige Leute taten das. Als AJ sagte, er hätte jemanden getötet, musste ich an sie denken. An mich. Er meinte, es sei falsch. Aber es klang, als ob es ihm nur eingetrichtert worden war. Wenn man so jung schon tötet, hinterlässt das Spuren auf der Seele. Bei Charlie hinterließ es Spuren. Ich habe Angst, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn AJ wieder tötet. Er wird nicht mehr der gleiche sein. Ich habe es schon zu oft miterlebt. Ich lasse nicht zu, dass AJ ein Killer wird. Ich will nicht, dass er sich verändert. Nicht so. Hoffentlich hältst du das Versprechen. Sie sind nah. Bald werden es genug sein, um uns Deckung zu geben. Ich führe dich durch die Herde, bis du am Schiff bist. Weiter gehe ich nicht. Ab hier hängt alles von dir ab. Danke. Kümmere dich um AJ. Er ist bereit. Die Beißer sind nicht mehr weit. Ruby, mach du die Pferde.
Willy, Ten, die Vorräte. Ich hab die Bombe. Finde den Boiler. Unten dran sollte ein Fach für Asche und so sein. Steck sie da rein. Wir sehen uns nachher. Ich schneide es auf. Violet erzählte mir von Minnie. Weil Sophie starb und Minnie jetzt eine von denen ist. Wenn du sie da findest, sag ihr bitte, dass ich ihr vergebe. Bitte, ich würde es ihr selbst sagen. Ich will, dass es ihr gut geht. Ja, klar. Ich sage es ihr, falls wir sie sehen. Danke. Es ist soweit. Wir müssen los. Clem? Was, wenn da jemand eingesperrt wird, während wir da drin sind? Und wenn du es wärst? Ich konnte Minnie nicht retten. Oder Lou, Asim oder Oma. Ich sorge mich um dich, Clem. Und wenn dir etwas wegen mir passiert, du darfst nicht auch noch sterben. Nein. Du lässt mich besser nicht alleine, klar? Ich versprech's. Was machst du? Los, schau in die andere Richtung. Alles klar? Ja, ich denke schon. Bringen wir unsere Freunde nach Hause. Alle. Alle. Alles bereit. Das wird kein Zuckerschlecken, klar. Aber ich verdeck deinen Geruch. Ja. Klug. Ekelhaft. Mit Mütze. Alter. Hilfst du mir? Danke. Tun wir's? Tun wir's. Boah, ekelhaft. Okay, immer mir nach. Los geht's. Wir machen das erst beim nächsten Mal. Wir machen das nicht jetzt. Also, bis dann. Ciao. Bleibt hinter den Beißern.